Olaf. Sie sehen müde aus. Zu viel Karneval gefeiert? Ja, gestern war schon einen ganz anstrengenden Abend. Wie wird man eigentlich Karnevalsprinz? Das ist ein Kindheitstraum von mir gewesen und dann kann man sich bewerben im Verein und bei der AGK. Nennen Sie die letzten Eupner Karnevalsprinzen und ihre Pagen. Das ist Prinz Olli und davor war der Andreas. Der Andreas hatte die Stefanie und die Marie und der Olli hatte die Martin und die Stefanie. Ihr Motto lautet? Vom Ufer des Jordans bis zum Weserstrand hält groß und klein im Karneval stand. Einmal Prinzessin in Öpe-Alling. Was kann Eupen, was Karnevalshochburg Köln nicht kann? Oh, das ist schon ein gutes Problem. Die Kölner sind schon weitaus höher als wir gestellt, aber trotzdem feiern wir hier in Eupen einen tollen Karneval. Was bringt Sie so richtig in Rage? Ah, die Nörgler. Wie viel Kilo Wurfmaterial bringen Sie im Laufe der Session unter die Leute? Zwischen 4 und 5 Tonnen. Sind darunter auch Klümpchen vom letzten St. Martinszug? Auf gar keinen Fall. Wie viel nehmen Sie über die Karnevalstage zu? Ich würde sagen, eher Abfall zu durch den Stress. Apfel oder Pudding Berliner? Apfel. Vom Karnevalsprinzen ist es zum Bürgermeisteramt nicht mehr weit, oder? Für mich aber nicht. Ihr Gesicht, wenn es am Rosenmontag in Strömen regnet? Will ich nicht haben, will so ein Wetter wie heute haben. Singen Sie Ihr Prinzenlied auch unter der Dusche? Nein. Was ist eigentlich der Gerdi-Style? Das ist unser Prinzenlied. Können wir mal hören? Ja, aber ich habe die Musik nicht dabei. Dann beim nächsten Mal. Was machen Sie am Aschermittwoch? Ich denke mal ausschlafen. Möchten Sie noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße alle, die mich kennen und alle Karnevalisten, die mich in der Zeit unterstützen. Allah! Allah! Dankeschön. Ja.